war effektiv eine klassische Leichtathletikdistanz, eben ein Marathon in einer klassischen Tourismusregion. Nämlich dort, wo auch so etwas wie die Wiege vom alpinen Skirennsport ist oder vom Wintertourismus, hier im Jungfrau. Stell dir jetzt vor, da sind noch Berge, 4000 Gletscher, Felsen. Und dann ist die Idee geboren. Wir haben gesagt, start zum Beispiel zu Interlaken. Das haben wir weiterentwickelt. Auf jeden Fall sind wir nachher über Karten und haben das mal ausgeredet und haben gesehen, 42 km liegen drin, mit fast 2000 Meter Steigung. Man muss schon unterscheiden. Es ist nicht ein klassischer Städtemarathon. Es tut sich stark unterscheiden. Es ist im Prinzip ein guter Halbmarathon, also 25 km, mehr oder weniger. Eben flach, mit kleinen Steigungen nach Lauterbrunnen. Und er ist ein Berglauf. Aber ich zähle der Jungfrau-Marathon schon eher zu der Ultragattung. Also was über eine normale, die Leistung von einem normalen Marathon rausgeht. Der Jungfrau-Marathon ist ja nicht zuletzt aus diesem Grund berühmt worden durch eine amerikanische Laufbibel, die der Streckenführung am Jungfrau-Marathon in einem Rating Nummer 1 hatte, punkto Schönheit der Strecke. Hier unten im Flach hast du nur Platz, Strasse. Und dann hast du deinen Rhythmus und dann tust du plötzlich einreihen. Und in der Ruhe gehen, die Berge, die engen Wege, das ist es. Das ist eigentlich sekundär. Zum Beispiel das erste Mal, wenn du auf Lauterbrunnen kommst, dann bist du vorher einfach ein paar Kilometer schön die Landschaft für dich. Dann kommst du auf Lauterbrunnen, Bahnhof, Einstein. Ja. Und dann das nächste Mal passiert das Zwängen. Das ist so sensationell. Ich weiß einfach, was wir wagen. Du jedes Mal mit den Türen wegkommst. Das ist so schön. Und ich glaube, es ist das Geniessen und das Leiden ist nie so nah zusammen wie bei diesem Marathon. Und das macht sicher einen grossen Teil von Faszination aus. Eine der Spezialitäten ist natürlich auch, dass wir nicht können. Das Läufergepäck einfach schon schön sortieren in Interlaken und schon den Nummernamen dort schön in die Boxen tun und dann das einfach auf die kleine Schede transportieren und dort schön in der Reihe und Glied her tun. Das funktioniert nicht, weil wir müssen ja das im Grindelwaldgrund vom Lastwagen, von zwei Lastwagenzügen auf die Bahn umladen. Und nachher sollte das noch auf der kleinen Schede, möglichst bevor dass der erste Läufer da oben ist, auch wieder schön ausgesortiert sein. Das ist so eine kleine Altstabsarbeit, die genau funktioniert, indem wir kurz vor dem Start noch mit diesen beiden Lastwagen fort müssen. Vielleicht eine halbe Stunde vor dem Start ist eine Frau daherkommt und gesagt, sie sei bei der Startnummerausgabe und sie hätten ihre Startnummer auch nicht. Und dann haben wir mal den Computer geschaut und haben ihr müssen sagen, ja, die sind ja gar nicht angemeldet. Nachher hat die von einer Sekunde auf eine andere einen Heulkrampf bekommen. Die ist richtig zusammen, die ist zu Boden. Wir haben sie gestützt, haben sie aufgeworfen, auf den Stuhl gesetzt. Darf man jetzt so mal erklären, wie sie dazu kommen, sagen, sie sind angemeldet und wir haben sie da nicht. Dann hat sie von Schnüpfen und geschnitzt und dann hat sie also, ja, es sei so, sie wollte doch unbedingt einen Marathon wollen. Und dann hat sie ihre Laufzeitschrift ein Inserat aufgegeben. Sie hat 500 Franken gezahlt für das Inserat und hat dort einen Startplatz gesucht. Und dann hat einer angerufen und hat gesagt, er könne nicht gehen, sie können seinen Startplatz haben. Es sei alles in Ordnung und ja, aber mit einer Anmeldegebühr, das tut man dann auch Regeln unterhand, aber es sei in Ordnung, sie können nicht gehen. Aber
Er hat natürlich uns nichts gesagt, hat das auch vergessen, uns das mitzuteilen. Und sie hat sich auch nicht gemeldet, und darum haben wir sie nicht gehabt. Wir haben dann noch schnell was Nummer gemacht, und sie hat sie auch bekommen, sie ist gerannt und sie ist gar nicht so schlecht. Einige Informationen.